25 Jahre Berufsstartertage. Zur Jubiläumsausgabe einer der ältesten Ausbildungsmessen Mecklenburg-Vorpommerns haben die VR-Bank und die AOK Nordost am 28. September eingeladen. Das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust gehört zu den ebenso traditionellen Austragungsorten der Berufsstartertage. Inzwischen entwickelte sich dabei eine hochkarätige Besetzung durch manchmal sogar weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in MV. Der Wirtschaftswachstum hierzulande machte sich diesmal gleich bemerkbar. Das heißt, in einem Vierteljahrhundert hat sich im Land und in der Region schon einiges getan. Wir sind sehr über die Firmen gegangen, die alles immer so, ich würde mal sagen, Theorie haben, wie Arbeitsagentur, Bundeswehr, Polizei, und haben uns nach und nach die Firmen dazugesucht, die auch das Handwerk, um das vorzustellen, um Firmen aus der Region zu präsentieren. Schon alleine, wenn ich zurückblicke, die letzten 9 Jahre haben wir die Kooperation mit dem Ludwigsluster Gymnasium. Der Berufsstartertag ist ganz einfach gewachsen. Sie sehen, wir haben wieder fast 70 Firmen heute hier. Das Interesse ist groß. Die VR-Berufsstartertage finden jährlich in Ludwigslust und in Parchim statt. Sie bieten den Schülern und Ausbildungssuchenden die Möglichkeit, Unternehmen aus der Region direkt kennenzulernen und sich sogar dort gleich zu bewerben.